Killer Jugendradio. Ich bin neue Musik. Und hier ist er nun, der Newcomer des Monats. März 2013. Hier ist Kiel FM und bei uns geht's jetzt weiter mit dem Newcomer des Monats. Die Band kommt aus Kiel, besteht aus zwei jungen Männern und ihre Texte sind sehr humorvoll. Was sie für Musik machen, erzählen sie uns gleich selbst, denn die beiden sind hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen, unsere Newcomer des Monats März 2013, Raimo und Volker von Trockeneis. Hallo. Hallo, wir sind Trockeneis und wir machen Musik über die Welt, das Leben und Essen. Wie hat denn bei euch überhaupt alles angefangen mit der Musik? Ja, wir haben uns über, damals war das ja noch StudiVZ, in so einer Musikgruppe getroffen, weil wir beide Bock hatten, Musik zu machen. Und haben uns dann getroffen. Und im Park. Im Schrevenpark. Und haben uns im Schrevenpark getroffen. Und dann erstmal englische Akustikmusik gemacht. Von dort sind wir dann rüber zu deutscher Elektromusik und dann wieder zu deutscher Akustikmusik. Also wechselt hin und her hier, aber jetzt macht ihr beides, ne? Ja, wobei auftreten tun wir momentan hauptsächlich in akustischer Musik, aber wir hätten schon Lust, das irgendwann auch mal vielleicht elektronisch zu machen. Genau, und bisher sind unsere Aufnahmen eher so elektronisch, das Ziel ist mal auch so ein Album fertig zu machen, was wahrscheinlich erstmal hauptsächlich elektronisch sein wird. Oh ja, cool, da freuen wir uns drauf. Warum nennt ihr euch denn Trockeneis? Ist einfach ein cooler Name, finde ich. Ach so. Also, ja, ich meine, Trockeneis, ich finde, da sieht die Optik halt auch einfach, wenn man sich dieses Tee und dieses Rock da drin ist, das sieht einfach cool aus. Ja, und okay. Zusätzlich ist dieses Wort Eis drin, was halt auch ganz gut schmeckt. Ach so, ist es geplant. Ja, okay, verstehe. Schön, guter Gedanke. Worum geht es denn in euren Songtexten? Ja, in unseren Songtexten geht es hauptsächlich um die Philosophie des Essens. Um die Philosophie des Essens? Jetzt ist er immer aufregender jetzt. Okay, was ist so die Philosophie bei euch? Dass Essen wichtig ist und gut schmeckt. Ja, okay, das hätte ich mir jetzt denken können. Warum sollte man sich denn eure Musik auf alle Fälle anhören? Tja, auf diese Frage hat Volker eine sehr passende Antwort. Er guckt, ich muss schon dazu sagen, dass er von vornherein gesagt hat, dass er auf so eine Art... Nein. Genau, dass ich auf so eine Frage mir am besten würden, aber nichts einfällt. Volker würde gerne antworten, dass unsere Musik richtig genial ist, die Texte hammermäßig sind und dass einfach die Melodien und Harmonien dahinter grandios sind. Ja. Aber er traut sich nicht. Ach so. Bevor wir weiterreden, könnt ihr uns ja jetzt erstmal einen eurer Songs zeigen. Welchen Titel spielen wir? Wir spielen den Song Fliege in der Elektroversion und das ist ein Song über die Freiheit. Und Vitamintabletten. Achso, das war das hier. Was wollte ich jetzt sagen? Du wolltest, glaube ich, fragen, wie sich die Elektroversion von der akustischen genau. unterscheidet. Das ist doch schön, dass die Interviewgäste immer mehr wissen als man selbst. Ja. Für diese Antwort möchte ich nochmal übergeben zu Volker. Also erstmal gab es die akustische Version. Ja, und dann haben wir die Elektroversion eigentlich... Ja, nach dem Vorbild der Akustikversion gestaltet, also die Harmonien sind gleich geblieben. Das heißt, man erkennt die Akustikversion darin noch wieder. Mhm. Und das ist nicht bei allen unseren Songs so. Einige unterscheiden sich sehr stark in den Elektro- und Akustikversionen. Das heißt, haben wir sogar mehrere Akustikversionen von dem gleichen Text oder mehrere Elektroversionen von dem gleichen Text gemacht. Ja, warum nicht? Und bastelt immer weiter. Ja, super. Okay, dann reden wir gleich weiter und hören jetzt erstmal den Song Fliege in der Elektroversion von Trockeneis hier beim Kieler Jugendradio. 360 Grad Panoramablick, in jeder Facette der absolute Kick. 360 Grad und jede Facette gibt mir mehr Energie als eine Vitamintablette. Auf, so zwischen Sonne, Mond und Sternen. Denn
und meine Fliege, denn wenn wir abheben, fliegen wir unbremst. Die Sonne, spüren die Photonen von oben in dieser Farbpracht, wie in einem Regenbogen und das durch Tag, Nacht, durch jede Jahreszeit, Sommer und Winter, Frühling und Herbst, denn dann haben wir Wind da und wir werden getragen von einer kleinen Höhe, die wirft uns in die Höhe und wir springen wie Flöhe hinein in die Welt mit der Schwerelosigkeit, dem absoluten Kick, der uns mental befreit, denn ich und meine Fliege, die Fliege und ich fliegen in einem hohen Bogen gegen das Licht. Ich und meine Fliege, denn wenn wir abheben, fliegen wir unbremst der Sonne entgegen. Ich und meine Fliege, die Fliege und ich fliegen in einem hohen Bogen gegen das Licht. Ich und meine Fliege, denn wenn wir abheben, fliegen wir unbremst der Sonne entgegen. Das war Fliege hier von Trockeneis beim Kieler Jugendradio auf Kiel FM. Die beiden Herren von Trockeneis sind immer noch bei mir im Studio und ihr habt auch noch weitere musikalische Projekte, stimmt das? Ja, also ich zum Beispiel habe noch ein anderes Akustikprojekt, das ist so eher etwas ruhigere Musik und ja, heißt Twin. Wir sind auch ein Duo. Ja, dort spiele ich ja nicht nur Akustikgitarre, sondern auch viel Cello ja, und Glockenspiel und ja, was so noch so passt. Okay, das heißt, du spielst auch andere Instrumente als Gitarre? Ja, genau. Ja, ich bin relativ vielseitig. Auch bei Trockeneis? Haben wir da schon, ja, ein bisschen, was habe ich gemacht? Ziehharmonika habe ich da schon gespielt bei uns. Und was haben wir noch gemacht? Klavier. Klavier, genau, haben wir auch schon gemacht. Oh, okay. Da sogar Cello hatten wir mal einen Song gemacht, ne? Mal so probeweise mit, ja, Cello und Klavier mal live. Ja. Cool. Was mit dir, hast du noch andere Projekte? Ja, ich habe noch, abseits von Trockeneis, mache ich auch ganz gern nochmal Musik quasi solo. Ja. Bei Trockeneis sind die Stücke hauptsächlich so ein bisschen auf Comedy ausgelegt und solo spiele ich dann doch eher so besinnlichere Songs. Besinnlicher. Was sind denn eure nächsten Pläne in Sachen Musik? Kommt vielleicht demnächst eine CD oder ein Musikvideo raus? Also das ist auf jeden Fall geplant, dass wir da so ein bisschen mehr uns auch auf Aufnahmen fokussieren und ja, hoffentlich mal irgendwann mal ein Album zustande bringen und auch ein schönes Video dazu machen können. Beispielsweise unser Lied Gemüseauflauf wird meistens nach unseren Auftritten immer angefragt, weil Leute das ja schon haben möchten und das konnten wir bisher noch nicht verschicken und das wollen wir langsam mal ändern, ja. Ja, das fand ich eigentlich auch sehr geil, als ich das gesehen habe bei euch. Ja, muss ich auch haben. Eine Aufnahme von dem Lied haben wir schon in Arbeit. Ja, die ist noch nicht fertig. Und auch eine Idee für ein Video gibt es auch schon. Okay, cool. Das ist natürlich super. Dann sagt mal Bescheid, wenn es soweit ist, ne? Und es hat was mit Brokkoli zu tun, auf jeden Fall. Schon wieder mit Essen. Ja, okay. Wo kann man im Internet denn mehr über euch erfahren? Also einerseits auf unserer Homepage www.trockeneis-musik.de und auf Facebook findet man uns auch. Okay, klasse. Wir haben eure Homepage natürlich schon auf unserer Homepage verlinkt. Die Adresse kennt ihr dazu ja auch schon, www.kielerjugendradio.de. Sagt mal, habt ihr denn besondere musikalische Vorbilder? Na klar. Nämlich? Also wir mögen zum Beispiel Céline Dion. Nein, das war ein Scherz. Ja, wir mögen, glaube ich, beide Deichkind ganz gerne. Gut, dann sind wir schon drei, ne? Ja. Ja. Nee, aber ansonsten muss ich sagen, ja, finde ich, gibt so viele tolle Musik, also, dass ich jetzt gar nicht wüsste, so, was ich jetzt so an Vorbildern nennen sollte. Also, ich mag am liebsten zum Beispiel, ich lasse das halt oft einfach mal so, ja, mich spontan mal gucken, was in Kiel so abgeht, live, so in Prinz Willi zum Beispiel, einfach mal spontan gehen und, ja, da bin ich echt, lässt das halt oft, ja, hin und weg gewesen, so, was ich dafür tolle Musik hören durfte. Und ich habe jetzt noch zu musikalischen Vorbildern, könnte ich jetzt so vielleicht noch ein paar nennen. Mhm. Also einmal, wie schon gesagt, Deichkind, dann Coldplay und die Backstreet Boys. Und was war davon jetzt ernst gemeint und was nicht? Das war alles ernst gemeint. Da würde ich sagen, hören wir uns zum Schluss jetzt noch einen eurer Songs an. Und welcher das ist, dürft ihr natürlich wieder aussuchen. Das Lied heißt Everybody, nein. Achso, ich bin mir doch die Backstreet Boys jetzt. Also das Lied heißt Atemlos und was kann man denn dazu noch sagen?
Normalerweise ja, spielen wir den mit zwei Gitarren, aber jetzt ja, haben wir nur eine hier und das geht sicherlich auch so gut. Das heißt, ihr spielt den jetzt live hier für uns? Genau. Sehr schön. Das nur für euch. Oh, aufregend. Das habe ich noch nie erlebt. So Leute, jetzt Premiere beim Kieler Jugendradio. Ihr werdet jetzt hier zwei Künstler erleben, die live im Studio singen für euch. Und zwar ist das die Band Trockeneis hier mit Atemlos live aus dem Kiel FM Studio. Atemlos, willkommen in der Realität. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Es ist 5:05 und 3:01. 08:15, Geborgenheit. Schönen guten Tag und auf Wiedersehen. Denn am Ende habe ich Lust, was zu erzählen über den Fels, über den Teer, über den Schotter und vielleicht auch übers Meer so ungestüm, manchmal so zahm. So gewaltig und doch so filigran. Hier will ich sein, sein will ich hier. Hier will ich bleiben, denn hier gehör ich her. Hier will ich sein, sein will ich hier. Hier will ich bleiben. Auf das Ziel, das man doch sowieso verfehlt. Atemlos, doch genau deshalb zu beneiden. Denn ohne Schatten kann man den Rest auch nicht beschreiben. Und hier will ich sein, sein will ich hier. Hier will ich bleiben. Und tschüss. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr euch Zeit für das Interview genommen habt. Das war der Newcomer des Monats, März 2013. Vielen Dank, Raimund Volker von Trockeneis. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Dein Radio steht auf. Kiel FM.